Einen schönen guten Tag nochmal, liebe Zuschauer, zum jetzigen JFE Live Trading TV am späteren Nachmittag, hier 16:35 am 4. März. Wir sehen hier Abgaben in Übersee, also die Amerikaner verlieren stark, hingegen der DAX sich hier mit Gewinn zeigt. Ich habe Ihnen dazu mal hier diese Grafik eines Korrelationsvergleiches sozusagen mitgebracht, die wir uns jetzt mal hier genauer anschauen. Und da sehen wir hier auf Wochenbasis im 5-Minuten-Chart hier schon die eindeutige Diskrepanz an den Märkten, ohnehin ja schon seit einiger Zeit der DAX hier mit einer relativen Stärke unterwegs im Vergleich zu den Amerikanern. Und dieses ist genau das, was sich auch heute hier weiter fortsetzt. Wir sehen hier blau den Nasdaq Composite Index, grün den Dow Jones und rot den S&P. Hingegen hier mit gelber Farbstruktur unterwegs der DAX hier nach oben zieht. Und wie gesagt, die Korrelation lässt sich hier auch schon rückblickend, jetzt gehen wir mal auf Monatsbasis, insbesondere hier mit diesem Schwung im Februar bzw. zum Ende des Februars hat sich hier diese Unterschreitung herausgestellt. Kurzfristig natürlich noch wesentlich signifikanter. Der Nasdaq Composite Index auf Monatsbasis immer noch ein Outperformer gegenüber dem DAX, aber generell zu sehen, dass sich hier diese Lücke zu schließen scheint. Und wir sehen hier ganz klar, dass eben in Übersee hier die Gewinner derzeit Mangelware sind, hingegen der DAX sich hier ordentlich mit einer gewissen relativen Stärke zeigt. Das ist ganz interessant. Wir wollen ja aber dazu jetzt mal den breit gefassten S&P wieder mal in Augenschein nehmen, bevor wir uns gleich dem BTI zuwenden. Es gab ja heute hier 16.30 Uhr die Zahlen zu den Lagerbeständen und da schauen wir uns gleich mal die Reaktion an. Doch jetzt hier zunächst mal auf den S&P 500, der hier eine weitere Schwäche zeigt. Wir hatten vorhin im JFD Desk schon ein mögliches bullisches Szenario hier skizziert anhand der FTSE-Pattern-Logik, sofern wir eben hier oberhalb von 2097,45 Punkten bleiben. Das hat sich hier relativ schnell erübrigt mit diesem scharfen Abverkauf noch im vorbörslichen Geschehen. Und der S&P 500 Index jetzt hier gerade versucht, an der Unterstützung, an diesem Unterstützungsbereich 2092 Punkten sich zu stabilisieren. Generell scheint hier aber durchaus noch ein Touch dieses Unterstützungslevels, nämlich hier das Niveau um 2085 Punkten, durchaus denkbar. Es scheint hier definitiv zu erreichbar zu sein. Und insofern sollte man sich hier durchaus auf eine Fortführung der Schwäche einstellen. Es sei denn, die aktuelle Hammerkerze kann sich hier oberhalb von 2092 etablieren. Und dann würde es, und das wären jetzt hier die kurzfristigen Widerstände, die ehemaligen Unterstützungsbereiche hier knapp über 2100, 2101 rund, Schrägstrich dann 2155. Das wären hier die signifikanten Widerstandszonen. Und der S&P 500 Index bleibt kurzfristig unterhalb von 2101. Selbst wenn es jetzt zu einer Erholung bärisch orientiert, was durchaus weitere Verluste nach sich ziehen könnte. Wir haben hier definitiv bei den Amerikanern jetzt so einen gewissen Umkehrstatus, so einen gewissen Charme einer bärischen Entwicklung, die hier vorauseilen könnte. Ob es so kommt, wie gesagt, bleibt mal abzuwarten, aber es ist definitiv so, dass die Tendenz einer weiteren Schwäche hier nicht vom Tisch zu fegen ist. Es kann durchaus sein, dass die Amerikaner hier weitere Verluste zu verzeichnen haben und das natürlich dann auch speziell vor dem Hintergrund dessen, dass wir uns, da will ich Ihnen jetzt gleich mal den Tagesschart zeigen, auch noch durchaus etwas Spielraum auf der Südseite erlauben können. Das wäre dann eben hier zum Beispiel gegeben in Form dessen, dass wir hier dieses Niveau unterhalb von 2085 dann hier das signifikante Unterstützungslevel bei 2065 etwa anlaufen. Ich mache das auch direkt mal mit einem neuen Pfeil. Voilà. Denn es scheint hier so zu sein, als hätten wir jetzt definitiv noch etwas Spielraum nach unten. Dann sollten die Bullen allerdings tunlichst zurückkommen. Soll heißen, hier, das wäre jetzt das Szenario, was man hier präferieren kann, kurzfristig. Ob es dann zu einem nachhaltigen Aufwärtsimpuls kommt, das bleibt mal abzuwarten. Doch jetzt oberhalb, oder besser gesagt vielmehr unterhalb des heutigen Tageshochs, ist hier eigentlich jetzt nichts zu erwarten. Das heißt, es ist mehr oder weniger nicht aufgegangen, dass wir hier diese Projektionsebene, dieses Ausbruchs hier nach oben aufsetzen können. Aber das zeigt mal wieder, dass der Markt kein Wunschkonzert ist. Insofern mal abwarten, was passiert. Aber die US-Indizes haben hier definitiv Spielraum nach unten. Allen voran hier der S&P 500, wenn wir uns eben den im Detail betrachten. Gut, kommen wir jetzt zum Rohstoff, und zwar zum BTI-Öl. Wir hatten, wie gesagt, News erhalten. Heute 16.30 Uhr die Rohöllagerbestände. Die Lagerhaltung stieg hier, also es gab wieder mal einen Anstieg. Und das erklärt auch so ein bisschen die aktuelle Preisschwäche, die wir hier sehen. Der Preis selber hat versucht, sich hier über diesen Abwärtstrend, das haben wir auch gestern im JFD Desktop dargestellt, diese kurzfristige Abwärtstrendstruktur, die fiel heute in der nächtlichen Session in der Indikation bereits schon den
Bullen zum Opfer und dann hat man im Prinzip hier den Versuch gestartet, den Widerstand um 51 Dollar je Barrel zu überwinden. Es gelang nicht per Stundenschlusspreis, das muss man ganz klar sagen. Es gelang nicht. Dann gab es eben jetzt hier vor kurzem die Rohöl-Lagerbestände, die hier negativ aufgenommen wurden und insofern gab es den Rücksetzer und das ist interessant, punktuell an dieser Aufwärtstrendlinie die wir seit Ende Februar. Jetzt wird es spannend. Bleiben wir oberhalb des heutigen Tagestiefs, ist der Rebound durchaus möglich, dass wir hier nochmal Richtung 51 Dollar ziehen. Brechen wir per Stundenschluss darüber aus, dann haben wir hier Potenzial bis 53,75, 53,50, definitiv. Allerdings gehen wir hier unter diese Aufwärtstrendlinie, die wir hier punktuell vor kurzem bestätigt haben. Dann können wir hier mitsamt dieses Unterstützungsbereich, den ich jetzt mal hier reinlege in den Chart. So, das ist hier eine Unterstützungszone. Das muss man definitiv interpretieren. Man kann das auch ein Stück weit mit der kleinen Spike-Kerze hier, könnte man es auch noch ein Stück weit höher ziehen, aber mir scheinen hier die Kerzen viel relevanter vom 2.-3. März. Und das soll heißen, hier, wenn wir unterhalb von 49,61 zurückfallen, dann hat WTI hier wieder den bärischen Saft aufgeladen und dann dürfte es hier durchaus tiefer gehen. Also achten Sie sich mehr auf das Niveau 49,65. Das würde man jetzt hier entsprechend anpassen müssen. Dann wäre hier nämlich der Bärenzug doch am Start. Ansonsten aufpassen, was hier passiert bei 1,51. Wenn wir hier per Stundenschluss rausgehen über 51, dann sieht das gut aus. Unterhalb dessen bleibt die Lage aber nach wie vor kritisch. Wir haben aber hier eine Auflösungssituation. Ich kann mir nicht vorstellen, dass WTI-Öl jetzt hier die kommenden Tage hier weiter seitwärts oszilliert. Es wird hier wahrscheinlich spätestens morgen zu einer Entscheidung kommen. Wir werden das hier weiter beobachten. WTI-Öl Crude definitiv interessant. Gut, liebe Zuschauer, das wäre der Blick gewesen heute am Nachmittag, wie wir schon AFD Live Trading TV. Wenn Sie noch Wünsche, Anregungen haben, dann schreiben Sie es einfach in den Stream unter den entsprechenden Ankündigungsbeitrag. Ansonsten heute Abend nochmal ein Hinweis auf das JFD Webinar 20:30 Uhr. Und bis dahin, wenn Sie mögen, sage ich mal auf bald oder spätestens bis morgen wieder hier im Stream. Auf bald, Ihr Christian Kemmer.